Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Mountain Blade Bannerlord. Wir sind in unserem neuen Nordreich und wir sind Nordreich definitiv vorbereitet auf das, was kommt. Oder auch nicht, wir werden sehen. Es geht los. Folgendes, ich zeige euch mal kurz was. Einmal sehr cool, ich wollte das euch die ganze Zeit schon machen und jetzt funktioniert es. Ach nee, sind losgeritten, oder? Wir versuchen es mal mit Belitor, Vasall vom Königreich Gottwalter. Ist eigentlich ja, doch ist Vasall. Stimmt, aber kann nur einen Bogen, ne? Blablabla. Möchten Sie mit euch eine Zeit eine Partie Tublut vertreiben? Fangen wir also an. Und jetzt spielen wir das Spiel, das ist cool. Ich habe das eben gespielt. Zweimal, einmal verloren, erste Runde. Zweite natürlich gewonnen. Ich muss das jetzt unbedingt euch sagen, weil ich der Beste bin. So. Oh, jetzt sind wir Angreifer. Das ist ein bisschen wie Dame. Ist leider ein bisschen dunkel hier. Aber sehr cool. Es gibt einmal den ah ne, wir verteidigen. Ich glaube, wir verteidigen immer. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir sind auf jeden Fall, jetzt der Verteidiger, das ist unser König und das sind die Angreifersteine. Wir müssen mit dem König den Rand erreichen. Ich weiß jetzt nicht, was die Eck machen. Toll. Habe ich jetzt so weit gespielt. Komm, ich guck mal kurz. Nö, steht da gar nicht. Verstehe ich nicht. Sind wahrscheinlich einfach so da. So, der darf nicht fallen. Und Figuren werden ausgeknipst, indem links und rechts oder oben und unten jeweils eine Figur platziert wird. Ja. So funktioniert's. Und der König muss an den Rand. Das ist ziemlich cool. Macht echt Spaß. Ich weiß ja auch noch, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, jetzt müssen wir aufpassen. Kann ich auch skippen? Ich glaube, das geht nicht. Man muss immer gehen. Dann machen wir jetzt mal so. Ist er da hingegangen? Jetzt gehen wir mal hier hin. Zack, dann ist der weg. Oh, scheiße, das habe ich nicht gesehen. Fängt ja gut an. Das ist mein König, aber er ist noch safe. Machen wir dir. Bumm, weg. Ja, ein für einen. Der ist da. Warum haben wir jetzt da hingegangen? Jetzt pass auf. Dann ist unser. Was passiert, wenn ich jetzt dahin gehe? Ist der dann weg? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Das weiß ich nämlich nicht. Ah, okay. Der Angreifer ist im Vorteil. Der ist nicht mehr safe. Der geht jetzt mal hier runter. Am besten ist, dass wir eine Seite irgendwie freikriegen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Ich kann jetzt hier hin oder hier hin gehen, klar, aber wir können auch den wegholen. Okay, zack. Bumm. Dann machen wir so. Die lassen wir stehen, wenn es geht. Jetzt machen wir. Oh, ah, scheiße. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Der ist jetzt entweder im nächsten Zug weg oder. Wir gehen mit denen mal. Der ist dann auch weg, wenn wir hochgehen. Deswegen müssen wir hier hingehen. Jetzt ist der da. Dann gehen wir jetzt mit dem hier hin. Der ist da. Dann gehen wir mal zurück. Nee, dann ist er auch immer noch in Gefahr. Wir gehen mal. Oh, jetzt die Frage. Was mache ich denn jetzt? Komm, wir holen uns den mal. Vielleicht geht er ja weg. Er muss ihn entweder ziehen oder er macht irgendwas anderes. Okay. Bumm. Jetzt sind wir frei. Pass auf, jetzt muss ich hier runtergehen und dann sind wir zack frei. Warte. Zack. Oh, scheiße. Dann habe ich jetzt natürlich gar nicht gedacht. Das würde nicht funktionieren. Das würde unser Ende bedeuten. Das wäre auch nicht gut. Die müssen stehen bleiben. Ohoho. Wir machen so. Ah, scheiße. Meine Güte. Nee, der muss da bleiben. Wir gehen mal hier hin. Ich glaube. Oh, was? Arschloch. Okay. Ich glaube, wir holen uns den Stein mal hier rüber. Ja, ich sehe schon. Wir könnten einen opfern. Könnte. Ach, scheiße. Jetzt weiß er, dass ich dahin gehen könnte. Dann kommt er runter, macht den Platz.
Sehe ich irgendwo was, was ich übersehen habe? Aha. Bumm. Hä? Bam. Ich glaube, er weiß nicht, was er tun soll. Ich glaube, jetzt haben wir... Ich glaube, er weiß nicht, was er tun soll. Frei. Sehr gut. Und gewonnen. Bum-bum. Macht zwei höher ist jetzt, wenn man Punkte machen will, wenn er nicht euer Lord ist. Guck mal, oh Mann, er wurde von Bären angegriffen. Das war Tablut. Tablut. Das will ich mir unbedingt holen. Das ist, glaube ich, ein nordisches oder Wikinger-Spiel. Ja, tatsächlich. Cool. Gefällt mir echt gut. Mir gefällt das echt gut. Aber nur, weil ich gewonnen habe, ist was für Blöde, ja. Nee, gefällt mir. Ja? Finde ich cool. Hol ich mir auf jeden Fall. Da ist er, der gute Walter. Was hat der für eine Quest? Kompanie des Ärgers. Komm, helfen wir mal. Verkaufen wir das an seinen Bruder. So, jetzt haben wir Söldner, die müssen wir jetzt verkaufen. Vertraglich jemand anders geben. Jetzt geben wir die mal seinem Bruder. hier. Stark's, hier, bumm. Sind die besten. Handel und Berechnung ist gar nicht so hoch bei uns. Dann jetzt das. Oh, Gott sei Dank. Tapferkeit, Banditentum. Von 9 auf... Oh, sehr schön. Aber keine Ehre oder so bekommen. Verwalter. Oh. Oh, guck mal, schon länger. Kriegstreiber, Armeekommandant. Es ist es ist weniger Einfluss für den Vasallen zu bitten, in den Krieg zu ziehen. Während du eine Siedlung wartest, wächst der Wohlstand dort mit vierfacher Geschwindigkeit. Einfluss haben wir genug, wir machen das hier. Wir warten ja oft in Siedlungen. Das ist gut. Aber das, hatte ich das nicht schon mal gemacht? Cool, oder? Yeah, to the max. Ich frage echt immer noch, wer da hier, der Typ hier sein soll. Der Typ, wer ist das? Was macht der hier? Ich kann den auch nicht mehr Das ist er aber nicht. Poraklys von Atrion. Irgendwann mal. Ich weiß auch nicht. Oh, jetzt habe ich genug. Jetzt muss ich aufpassen. Okay. So, jetzt müssen wir aber hier mal. Leider ist der hier in der Armee. Könnte mich da anschließen, aber. Beziehung mit Lorik. Achso. Clan. Ist Dingensbummels wieder da? Friedekater Hügel? Wo ist Friedekater Hügel? Wir brauchen wieder die Karawane. Bleibt in Epikrotea. Wo ist Epikrotea? Das muss aus. Da. Okay, ist nicht weit. Holen wir. Und dann, wir warten erstmal, bis die Armee sich wieder auflöst vom Dingens. Aber wir haben nur die beiden Typen und haben schon echt viele Leute dabei. Ach, das ist eine Mission. Machen wir das noch gerade weg. Da war ja was. Etikrotea. Machen wir das wieder aus. Das sind nämlich Waldbanditen. Die ist sowieso... Ach! Geil. Das ist am besten. Death enabled. Irgendwas stimmt da nicht. Sehr gut. Ich weiß, ich bin der Beste. Mann, ich liebe meine Schilder da. Der Typ mit seinem kleinen Schwertchen. Waldbanditenboss, dankeschön. Aber wir haben ja gesehen, die sind nicht so toll. Oder ich bin einfach der Beste. Ach, scheiße, ich wollte euch noch eine Sache zeigen. Komm, wir gehen mal gerade nach Obor. Aber wir können auch bei Epikrotea das machen. Das dauert jetzt noch. Ich will plus 1 Ehre auf jeden Fall kriegen. So, und zwar habe ich beim Schmieden nochmal reingeguckt. Ich will euch mal zeigen, was für coole Streitkolben es gibt. Ich habe das halt vorher nie wirklich mir angeguckt. Immer nur so ein bisschen verfolgen. So, jetzt holen wir den erstmal. Gerade Rot ist auch hier. Hildegard der Hügel.
So, Schmiede betreten. Jetzt machen wir gerade ein bisschen schmelzen. Es ist wohl ganz scheißegal, was man einschmelzt. Man kriegt zufällig immer Schmiederezepte. Leider haben wir diesmal nichts bekommen. So, wir gehen auf Streitkolben. Und das Coole ist, alle haben auch unterschiedliche Längen. Wir haben zum Beispiel östlicher, leichter Streitkolbenkopf. Die haben auch schon andere Werte. Und der ist eigentlich recht schnell. Und weiter. So, das Problem ist, wir haben aber nur diesen Stock. Der ist recht kurz. Und den hier. Also der ist ja recht scheiße. Was cool ist, ist zum Beispiel der hier. Das ist ein richtiger fieser Büttelknüppel vom Dorfvorsteher. Ja, vom Dorfpolizisten. Da gibt es aber richtig coole. Richtig, guck mal, das ist eine schöne Länge. Und der ist auch ziemlich cool. Mit dem schönen, wie auch man das, den Beschlag da nennt. Also, hier gibt es richtig coole Knüppel, die schnell sind und gleichzeitig lang. Und der ist auch cool. Und hier sind die sind alle aus Metall. Aber cool ist zum Beispiel der hier. Meine, ich will auf jeden Fall ein paar bauen. Richtig cool. Aber wir haben die Rezepte dafür nicht. Deswegen bin ich jetzt sowieso erstmal nur am Einschmelzen. Einschmelzen, einschmelzen, einschmelzen. Das ist das Wichtigste. So, Garein der Rot ist bei uns. Wir machen jetzt sowieso nur noch Familienmitglieder als, Dingensbummens. So, Fredekart. So, Fredekart musste jetzt erstmal handeln. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Und dann holen wir uns, Bärcheck. Ja. Da halten wir jetzt gleich hin. Ich hoffe nur, dass die eine Armee von dem einen Typ ist jetzt mal weg. Lässt uns, holen wir uns nochmal bei den Wolf-Typen. Sieh mir, Patrouille. Rackwald, ach so. Sieh mir, ich vergesse das immer. Den sehe ich ständig. Euer Land gehört jetzt mir. Ihr könnt euch mir anschließen und dann ist das erledigt. Also ich glaube, mir erklärt auch niemand sonst mehr den Krieg. Urien-Wolfsfell-Bande. Kommt mal her. Mitch war das. Okay, du weißt jetzt wieder. Sind immer die gleichen Typen, diese Berserker im Hintergrund. Ups. Was ich cool finde, ist, dass man so viele verschiedene Söldner hat oder Waldvolkgruppen oder was auch immer. Tauschangebot angenommen? Hey. Minus 2000, ja, das müssen wir ändern. Karawanen überall, die sind mehr. Da ist Mitch. Komm her, Mitch. Dankeschön. Du gehst ja sowieso wieder, sobald du kannst. Deswegen werde ich dich jetzt nicht beeinflussen. Jetzt machen wir schnell noch. Der ist ja immer noch. Das ist halt blöd. Wir müssen halt warten oder uns halt die Söldner jetzt holen. Jetzt mal kurz sprechen wir mit Mächtig 300. Hier. Zimmer, Lorik der Zimmermann. Kaufmann. Machen wir das mal mit dem Mächtigen. Ich weiß immer noch nicht, was das soll. Ob was das bringt, dass die mächtig sind oder nicht. Das kann mir ja mal jemand vielleicht erklären. Karawane bilden. Und Friedrich hat der Hügel. Sehr schön. Ich könnte auch Garein und so. Ich mache die jetzt immer zu. Einfach zu Verwaltern oder so. Brain dürfen wir nicht vergessen. Fangen haben auch genug. Ah, nochmal 54. Okay, dann los. Fredeka, du schaffst das schon. Wäre toll, wenn man dir irgendwie 50 geben könnte. Nur 30. Die Wolfsbande patrouilliert jetzt hier und holt sich bestimmt die ganzen Karawanen. Wir werden jetzt auf jeden Fall viel Geld verlieren. Aber ich glaube, zum Angriff auf Rodobas ist hier irgendwo. Alter, was ist denn hier los? Guck mal, jetzt haben sie alle den Malus. Oh, schade. Echt? Im Ernst? Im Ernst? Wir haben einen Toten. In meiner Gruppe auch noch. Ah, guck mal hier. Nehmen wir alle mit. Die auch. Ja, ich weiß, wir haben zu viele, aber ich gebe die jetzt meinem Sohn. Habe ich genug Essen? 918, das könnte zu wenig sein. Warte. Was geben wir denn? Kavallerie nicht. Davon brauchen wir am meisten noch. Boah, wir haben echt viel Kavallerie.
Kaiserliche Bogenschützen. Wie viele sind mir zu viel? Einige. Plünderer nicht. Das, der kann damit ja nichts anfangen. Komm, ich gehe dem Aserei, Leute. Seeräuber. Behalten wir auch. Ich muss mich schon irgendwie hier mal entscheiden, was ich ihm gebe, sonst scroll ich hier 10 Jahre durch. Türkische Waffenhändler, schon wieder. Habe ich ihm schon mal gegeben. Kusaitjäger. Kaiserlicher Waffenhändler. Okay, das geht. So wächst unsere Armee. Meine Güte. Es gibt alles Wertcheck, okay? Keine Burg hier. Alter, guck mal. Boah, da 38 Gebirgsbanditen. Komm, die holen wir noch mal kurz. Sind viel zu schön, um sie... Ach, nö. Mondschuk. Was kannst du alleine machen? So, wie viel sind da? 666. Okay, ich bin mal gespannt, was für eine Armee da jetzt ankommt. Steppenbanditen hier. Meine Güte, die haben sie aber verlaufen. So, die Belagerung von Wertscheck kann beginnen. Sorin Lam, wahrscheinlich wegen Fredekart. Kein Problem. 207. Oh, die Armee ist aufgelöst wahrscheinlich. Da holen wir jetzt alle zu uns. Seine belagern jetzt bei uns irgendwas. Das ist natürlich dann blöd. Aber ich glaube nicht, dass sie das tun, wenn wir irgendwas belagern. Alter. Ich habe nicht so viel Essen. Oh, er hatte Essen dabei. Ich habe ihm auch Kühe gegeben, das ist das Gute. Hoho, haben wir schon mal eine 1000 Armee gehabt? Ich glaube nicht, ne? Geil. Oh, Mist, habe ich vergessen. Jetzt haben sie zweimal geschossen. Kegrips, okay, er hilft dir, Dörfer einnehmen. Wir müssen noch Tovi holen. Sobald wir die Burg haben, hole ich Tovi ins Reich. Zack, 918. Zack, zack, geil. Wolfsellband hat es erhöht. Nice. Das muss aber meine werden, das ist wichtig. Ich brauche die Stadt. Und los geht's. Oh, das wird eine blutige Schlacht. Bis die Mauern kaputt sind, gehen wahrscheinlich viele Typen auch noch erstmal drauf. Bin gespannt, ob sie uns angreifen, ob sie genug zusammenkriegen dafür. Speichern! Scheiße, es ist Nacht, oder? Ah, es wird gerade ein bisschen hell. Ah. Alter, das würde ich ja schon gerne kämpfen. Aber wir müssen jetzt mal realistisch sein und versuchen, ihn zu überreden. Das geht leider nicht. 79.000! Aldemars Gruppe greift südliches Kaiserreich für 10 Tage nicht an. Scheiß drauf, wir kämpfen. Geht er jetzt? Angriff. Oh Mann, ey, Leute. Das wird das... Alter, das ist das größte Gefecht, was es jemals hatte. Jetzt sind wir auf der Seite. Ich könnte hier hingehen. Dann ist es nicht zu weit weg. Ich könnte die ankommen lassen.
So. Könnt auch da oben im Wald kämpfen. Für die gegen die in ihre Kavallerie ist das doch super. Alter, lass das mal probieren. Oder wir kämpfen hier oben im Wald, aber dann kommt unsere Verstärkung von falschen Richtungen. Falschen Richtungen. Aha. Footman, hear me! Onwards! Wheel! Move arrows! Move out! Machen wir mal so. Warriors! Forward! Mounted archer moving! Ist nicht so weit weg vom Spawn, es geht so. Alter, bleiben einfach im Wald. Mal gucken, ob das wirklich schlecht für die Kavallerie ist. Das ist halt schlecht für Bogenschützen. Den ganzen Bäumen. Aber die Kavallerie bleibt wahrscheinlich alle 20 Sekunden irgendwo hängen oder nicht, weil die Kavallerie so an den Bäumen vorbei bloppt. Aber ich verstehe nicht, warum die Leute ihre Schilde nicht benutzen. Bogenschützen sind jetzt erst da. Aber wir haben sowieso nicht so viele. Da kommen sie. Da kommt die Kavallerie. Ja, nur kurz anstürmen und dann wieder zurück. Und wieder zurück. Ich kann es auch über die Anhöhe kommen lassen, wie wir es sonst immer gemacht haben. Und wir warten, bis unsere Kavallerie vollzählig ist. Guck mal, jetzt haben sie schon ein Viertel verloren. Oder ein Drittel. Guck mal, die ganzen Pfeile. Guck mal, da sind sie, die ganzen toten Imperialisten. Ja! Ja! Es hat alles zu dunkel. Es wäre schon besser, wenn ich die da stehen lasse, wie die ganzen Bögen. Alter, wir haben so viele Bogenschützen. Ganzen Wölfe. Die ganzen Katafakten kamen ja immer später, ne? Das muss ich mir merken. Was mit dem Wald? Jetzt schießen erstmal den ihren Bogenschützen. Unsere warten noch ein bisschen. Oder vielleicht schießen wir doch lieber jetzt. Guck mal, der Anführer von denen hat auch einen Bogen. Ich glaube, die ziehen sich schon wieder zurück. Das war's schon wieder. Hä, jetzt kriegen wir gar keine Benachrichtigung mehr. Jetzt kriege ich gar keine Benachrichtigung mehr. Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt. Komm, so rumstellen. Die in der Bogenschützen sind wieder gegangen. Au, scheiße. Ich habe alle meine Menüs ausgeblendet. Wie ging das denn? Das ist ja cool. Oh, da kommen die nächsten.
arrows! Bows down! Huntmen! Lower arrows! Warriors! Scheiße, welcher Knopf ist das denn? Hide. Ich habe Escape gedrückt. Ich sehe kein... ich glaube, es ist verbuggt. Ich sehe auch kein Menü mehr. F11 vielleicht? Ich weiß aber nicht, was F11 macht. Oh, oh. Das ist natürlich super. Aber jetzt habe ich kein Hauptmenü mehr. Jetzt muss ich wissen, welcher Knopf das war. Kommt die Kavallerie. Es war einfach nur ein Pferd. Wir bleiben einfach hier. Kommen Sie. Ja, bleibt da ruhig, werdet beschossen. Ich glaube, jetzt ist abgestürzt. Ne, jetzt geht's weiter. Ich habe Escape gedrückt. Ich sehe ja nicht, was passiert. Weiter Stellung halten. Scheiß drauf, Leute. Echt nur noch Bogenschützen. Wir haben aber auch Pfeile. Beim nächsten Mal müssen wir schon ein bisschen pushen. Wie sieht es mit Pferden aus? Da müssen wir halt manuell gucken. Bleibt im Wald, Männer. Ihr seid die letzte Hintertür. Die letzte Hintertür. Alter, ich bin schon voll am Überziehen. Okay. Ich trottel. Schon wieder am Zurückziehen. Da kommt. Guck mal, wie viele da mal nachkommen. Also wir scheinen ja gut zu töten. Sehr schön. Und jetzt zu mir, das sollen die auch gar nicht. Jetzt sind die alle da. Wir hören auf zu schießen. So dass die keine Verstärkung holen. Und sobald die vor uns sind, dass wir alle angreifen und lassen die Pfeile auf sie niederregnen. Warrior! Stay close! Horse archers! Ne, die gehen schon wieder zurück oder warten die auf irgendwas? Die warten. Sie bleiben stehen. Warum? Die schießen ja, aber. Bowman, take them down! Warriors! Wall, now! Ach, ich hab die Pfeile wieder angemacht. Warriors, hold arrows! Sie stehen da. Okay, versuchen mal was. Jetzt kommen sie oder gehen sie zurück? Move out! Everyone, release arrows! Footmen, at them! Infantry! Warrior! Horse attack! Oh!
Genau so. Sehe gar nichts. Nix sehe ich. Scheiße. Nein, nein, nein. Fuck. Erstmal Pfeile aufsammeln, Bogenschützen. Oh shit, boah, das wär's auch jetzt beinahe gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Lebenspunkte ich noch habe. Kommt Leute, das Pferd ist direkt nach euch dran hier. Schießt es bitte wieder in die andere Richtung, dankeschön. Hä? Hab ich keine... Ich habe keine brennenden Bogenschützen. Sind das die anderen brennenden Bogenschützen? Nee. Okay. Bowman, hear me! Forward, Bowman! Move! Diese gehören irgendwas. Ah ne, es sind feindliche tatsächlich. Don't attack! Wo willst du denn hin? Hier steht der rechte Feigling. Jetzt sind wir halt. Ich werde halt nicht stehen. 10 Millionen Jahre hinten stehen, ey. Meine Güte. Kommt die Verstärkung? Guck, wie schnell die sind. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Mist. Sieht nicht gut aus da. Jetzt rennen die Bogenschützen wieder. Bond fährt. Bleib hier, bleib hier! Nein! Unserer. Okay, alles klar.
Da, Pferdchen, bleib stehen! Nein, du Schwein, das ist meins! Das gibt's doch nicht. Das Speer kann ich auf naher Distanz hier nichts mehr anrichten. Nein, das war doch unbesetzt, das arme Pferd! Ha! Die hauen echt auf die... Ach ne, er hat auf mich gehauen. Puh. Puh! Alter, diese Schlacht. Wie viele Bogenschützen das sind, ey. Wie viele Bogenschützen? Viele Kavallerie haben sie aber nicht mehr. Da hinten. Follow me. Guck mal, wie die rennen. Scheiße. Ich hasse dieses Wegrennen. Einer jetzt. Mann, ist das lahm, ey. Scheiße, dass die so geschwungen sind, ist echt nicht gut. Das ist so lahm. Unfassbar. Wir gehen wieder zurück. Versuchen Sie mit einem neuen Weg. Ich hab's nur rum. Ja, so ist gut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich verloren habe jetzt beim Rückzug. Was ist denn da los? Was sind das denn für einzelne Beppos da hinten? Oh, hier ist wieder ein Kataphrakt. Da war einer. Simsalabim. Scheiße. Unsere oder Feinde? Feinde. Guck mal, die, jetzt greifen die blind an. Das ist gut für uns. Oh, guck mal, da stirbt einer. Wir müssen einfach hinter der Anhöhe bleiben und die Bogenschützen ballern da oben rein. Das sind die Bogenschützen.
Oh, scheiße. Oh, Mann. It's raining, Aldemar. Da wie Pfeile darunter regnen. Also, es scheint doch... Okay. Kämpft, ihr Feiglinge! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah, das hat's gemacht. Guck mal, viele... Oh, yeah, baby! Yeah! Geil. Sehr schön. Der Beste! Bei Versuch Nummer 2. Meine Güte. Jetzt wird zermürbt, oder was? Oder was machen wir? Sammeln. Wir legen es nicht drauf an. Ich weiß nicht, wie viele da noch sind. Oh, hier haben wir jetzt Kavallerie, ne? Endlich. Alle ein bisschen gesammelt, egal. Alle Angriff. Vernichtet sie. Da hinten ist der Rest. Mehr kriegen sie wahrscheinlich nicht mehr. Come on, boy. Das war die Cantina-Karompete. Oh Mann, ich glaube, wieder ein Pfeil in den Arsch bekommen. Guck mal. Oh Mann, ey. Es ist halt so dunkel, man sieht halt auch nichts. Ich bin gestorben. Ich habe keine Ahnung, wie viel Lebensenergie ich hatte. Ich hoffe, wir können die Schlacht noch irgendwie. Ich drück mal F11. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist halt nicht gut. Hoffentlich kann ich dann die Schlacht auch noch irgendwie beenden. Oh Mann. So, das war's jetzt. Überall noch einzelne Kämpfer. Oh Gott, okay, von wegen, das war's. Alter. Alter, es geht immer noch weiter. Meine Güte. Diese ganzen Bogenschützen kommen und Armbrustschützen, was ist nicht nur alles? Nur ich kann nicht sagen, wer die Überhand gewinnt. Es ist momentan irgendwie Patt. Vorwärts, Aldemar, Soldaten! Meine Güte. Du willst ein kleiner Hautrupp? Ah!
Oh nein! Oh, guck mal, hier sammeln wir uns. Die KI macht mal nicht nur Scheiße. Nur die Bogenschützen. Ne, die greifen auch an. Hier ist der letzte Kampf. Da kommt die Siegesmusik. Das war's! Oh, lol. Ja, nicht wundern, Leute. Es kann sein, dass ich die erste Schlacht rausgeschnitten habe. Da habe ich verkackt. Da habe ich direkt angegriffen und da habe ich irgendwie die Hälfte verloren. Deswegen haben wir geladen. Oh Mann, krass. Jetzt weiß ich, ob ich das überhaupt irgendwie... Weißt du nicht, was jetzt passiert? Ja. Ah. Ich hoffe. Ah. Fire. Willkommen. Danke. Oh, jetzt müssen wir hier mal... Oh ja. Es geht. Verluste halten sich in Grenzen. Wir haben ja nichts gesehen. Okay. Wir haben zu viele Gefangene, aber das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Britannischer Speer. Meine Güte. Was eine Schlacht. Okay. Ja, Gefangenen. Ich weiß. Meine Güte. Puh, wie viel haben wir noch? 210 von... ich habe 151 Verwundete. Wir haben wahrscheinlich ziemlich viele Verwundete generell. Gut, Leute. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Mountain Blade Bannerlords. Und bis dahin, wie immer, Leute. Haut rein.